Ja, wie öffnet der die? Ach, jetzt bin ich hier im Vorführraum oder was? Batterie! Okay, du willst also alleine im Vorführraum bleiben. Was machst denn du da? Hm? Hallo, können Sie mir das mal sagen? Aber ich muss... Da blinkt was, da blinkt ein Schlüssel. Ich muss da rein. Hallo. Ich bin nur ganz kurz... Drecksack. Hä? Ja und? Wenn ich jetzt da nicht so reinkomme? Hä? Okay. Aber ich muss doch da rein. Wieso lässt er mich denn da nicht rein? Gab es hier einen anderen Weg? Hatte die... Ich sehe gar nicht. Weder nach oben, weder nach unten. Entschuldigen Sie bitte. Ah, die Tür war vorhin zu, oder? Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Ich glaube, hier geht's. Ist wieder so lang. Mann, ich hasse solche Wege so. Die prozentuale Chance, dass ich hier runterknalle, ist sowas von hoch. Ja, bleiben Sie kurz sitzen. Die Vorstellung geht gleich weiter. Ich kümmere mich um das Problem. So, und jetzt? Ja. Wenn ich jetzt darüber springe, hält er sich dann fest oder kann ich da... Ich Geil. Das war schon mal nix. Mann. Heute. Was soll denn das? Aber ich muss doch da... Ach nee, ich springe einfach auf den Balkon und nicht durch dieses Vorführfenster, sondern ich springe einfach mal auf den Balkon. Dann hält er sich bestimmt daran fest. Bei meinen Fähigkeiten. Reiße ich die Halterung da ab, knall trotzdem runter. Die Brüstung. Mir fiel gerade das Wort nicht ein. So. 1, 2, 3, hoppsala! Yippie! Meine Güte. Oh, auch ein alt. Und jetzt ist die Tür da offen? Verdammt. Ja, Moment. Ich guck mich erstmal hier um. Weil ich habe so das Gefühl, wenn wir gleich wieder diesen Schlüssel holen, dann geht hier eine übelste Verfolgungsjagd ab. So, finde den netten Herrn in der dritten Etage. Ich hake hier einfach mal fest. So. Ich könnte doch eigentlich auch gleich da runterspringen, oder? Ah. Ist das der Schlüssel hierfür? Nein. Oder ist das der Schlüssel hinten bei der bei dem Vorstellungsding da gewesen? Moment. Ich sollte aufhören zu rennen. Ich habe immer ein bisschen Angst. Ah! Nein. Nein, 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 nein. Wo soll ich hin? Der Lümmelmann, ne? Ich sehe ihn. Ich sehe mich. Ich muss doch bestimmt jetzt an dem vorbei da durch. Durch die offene Tür. Die Frage ist, geht er jetzt wieder oder latscht er jetzt hier die ganze Zeit um? Ich sehe natürlich scheißlich. Bin ich hier? Unter dem Klo. Natürlich jetzt alle Sachen durch. Das ist kacke. Es bleibt aber auch nur dieser Mittelweg hier. Geht er jetzt wieder? Natürlich, ich bin nicht inzwischen. Ganz langsam.
Aber ey, hake dich doch hier nicht fest. Was machst du denn für Sachen? Ja, komm, kriechen ist doch doof. Ich sehe ihn nicht durch dieses Licht. Wo ist er? Ja, da hinten. Ja, es bleibt mir jetzt ja gar nichts anderes übrig. Ich muss da jetzt durch. Ich habe jetzt auch keinen Bock. Der hat einen Hackeball. Hackeballchen. Ich glaube, ich renne einfach. Ich habe jetzt schon das Gefühl, das ist kein gutes Ding, was ich... verfolgt er mich gar nicht? Will er mich nicht? Bin ich nicht gut genug für ihn? Aber ich meine, ich will mich jetzt nicht beschweren, ganz ehrlich. Da steht doch... Hi. Okay. Ich mach zu. Hinter mir. Kein Ding. Aber ich finde... Ich finde wirklich... Ach, scheiße, jetzt habe ich die... Ich habe mich verklickt. Jetzt habe ich die Batterie reingemacht. Das wollte ich doch gar nicht. Ach, egal. Shit. Was kommt davon? Der hat mich nervös gemacht, dass der da so nackig rumhängt. Warum? Warum kannst du mich denn nicht reinlassen? Was ist denn so schwer mit dir? Oder falsch mit dir? Warum? Meine Güte. Ich vertraue dem Aufzug nicht mehr, seitdem ich da mit dem Doktor Bekanntschaft gemacht hatte. Ich möchte nicht unbedingt Fahrstuhl fahren. Aber die Tür ist auch zu. Küche. In der Küche waren wir doch schon mal. Oder gibt es hier zwei Küchen? Erstmal absuchen. Könnte ja auch sein, dass hier in der Küche irgendwo eine Batterie rumliegt. Das kann ich hier nicht aufmachen. Nein, hier ist keine Batterie. Okay. Dann wollen wir doch mal diese überaus kompetent angelehnte Tür betrachten. Ah, wir sind im Speisesaal. Oh, dieser Sprung hier drinnen, ne? Was ist das? Wie sieht's so aus? Ich dachte gerade eben, das sieht so aus, als wenn man hier durchgehen könnte. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir diesen netten Herrn hier ansprechen sollten oder ob der dann gleich ausflippt. Hey. Das hat was sehr Poetisches, wie sie hier stehen. Und sie haben auch keine Nase. Was ist hier los? Hier ist ein Nasenraub hat hier stattgefunden. Da hinten blinkt doch irgendwas, oder? Yay! Yeah. Es ist abgeschlossen. Dein Ernst? Okay, ist hier irgendein Lüftungsschacht offen? Auch. Also gehen wir hier einfach wieder und gehen auch mal hier. Und ich glaube, wir müssen. Weil hier geht es, glaube ich, auch nicht rein. Ich glaube, wir müssen in den Aufzug. Aber ich vertraue ihm einfach nicht. Ja, für den Aufzug ist ein Schlüssel notwendig. Toll. Hier irgendwo. Ach ja, da oben. Oder? Nein, da oben sieht so aus, aber springt der da hoch? Doch. Nee. Ach, da ist eine Tür. Okay. Leute. Wie dunkel. Kann es denn bitte sein hier? Das Nichts verschluckt ja alles. Hier kann ich rein. Hier kann man wieder ein bisschen Billard spielen. Ein bisschen Fernsehen. Hey, hi. Er betet. Da habe ich mir doch gleich mal was Wichtiges zu aufgeschrieben. Atmosphärisches Gebet. Schon wieder diese atmosphärischen Störungen. Ein Patient kniet zum Gebet. Vielleicht glaubt er an Vater Martins Dreck. Vielleicht hört er, was ich höre, nur deutlicher. Vielleicht ist das der Weg,
um von hier zu entkommen. Der Priester nannte es das Evangelium des Sands. Okay. Ja, dann bete mal Ameisenfußball an. Weiß gewinnt. Ich kenne das Spiel schon. So. Okay. Ah, hier betet auch einer. Ey, was ist denn hier los? Ich will euch gar nicht stören. Aber die sind hier echt ein bisschen sehr gläubig. Also der Vater Martin hat hier echt... ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, gute Arbeit geleistet, aber die scheinen ja echt alle ziemlich fanatisch zu sein. Aber gut, wenn man hier drin hängt und diese ganzen Experimente, die die hier so gemacht haben, miterlebt, dann an irgendeinen Scheiß muss man ja glauben. Die sind so vertieft, aber ich gucke jetzt wirklich einfach mal in jede Bude rein. Ach, hier ganz im Dunkeln. Das ist ein Double-Gebet hier. Und ihre Sachen sind gepackt. Okay. Und wollen sie verreisen? Haben sie einen Urlaubsantrag gestellt? Irgendeins mache ich auch. Ey, die beten hier alle, sag mal. Was ist denn hier los? Ja, so aus, als müsste ich hier lang, aber ich möchte noch gucken. Ich möchte hier noch mal alle Zimmerchen durchschauen. Ja, hier ist das Silber. Kann ja mal sein, dass hier vielleicht noch eine Batterie oder irgendwas rumliegt. Das wollen wir ja nicht vergessen oder nicht entdecken. Oder ein Dokument. Das Evangelium von Judas. Ich bin ein unwürdiger Bittsteller, der unserem Herrn nur dienen kann, indem er ihn nährt. Bitte nimm mich, Warrider. Lass es den Apostel meines Hirten sehen und verbreite es mit seinen Lügen für eine größere Wahrheit. Deine Zeit in der Welt ist gekommen. Mein Fleisch sehnt sich nach deiner wunderschönen Erscheinung. Mein Blut ist erfüllt von dir und wartet nur darauf, freigelassen zu werden. Das ist mein Gebet. Ritze dein Evangelium in mein Fleisch. Okay, also die erwarten hier echt das große etwas. Okay. Okay, hier geht's nicht lang. Hier ist auch nichts mehr. Also gehe ich mal stark davon aus. Wo ist das? Ich glaube, das nächste war es, ne? Stark davon aus, dass wir jetzt hier raus müssen. Leider haben wir nur einen. Sagen, nicht hier runterspringen. Das wäre nicht so gut. Ich glaube, da würde ich mir echt ein bisschen was brechen. Vor allem, wie sie alle in Unterhosen beten. Der ist auch nackig. Hast du hier noch irgendwas für mich? Nein. God hates sickness. Okay. Ich höre Kirchen. Kirchenglocken. Hier durch? Nein? Das hätte mich auch sehr gewundert. Hä? Ist das nicht die Tür von uns gewesen, wo wir... Okay. Oh, voll romantisch, ey. Bestimmt zum Antrag. Ich will hier nicht lang gehen. Hi. Tust du mir weh? Warte mal. Ich nehme dich mal auf. So, okay. Nee. Das sind doch die Lümmelmänner. Die wollen mir doch bestimmt wehtun. Bitte, bitte. Bitte tu mir nicht weh. Okay. 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 Alles gut. Ich mag hier nicht so lange. Was ist denn hier los? My Job. You alone shall escape the tower. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophet was always real. Warum vorletzter Akt? Ich will noch nicht sterben. And here it is. You will watch and record my death.
My resurrection. Okay, ja klar, ich halt drauf. And together we will be free. Oh, wie sie alle fanatisch hier rumsitzen. Oh. Vielleicht sollte ich mal den Schlüssel nehmen, wenn hier so ist. Ach, er hat für mich den Aufzug repariert. Das ist total nett von ihm. Ich werde gehen und wir werden alle frei sein. Was jetzt? Was machst denn du da? Ist das dein Ernst? Okay, gepriesen sei das Feuer. Okay, ich... Die haben da zugemacht. Ich mag das nicht. Ich glaube, ich muss mir das angucken. Hm, ja, gepriesen. Jetzt ist er... Oh, Alter, so verbrennen ist echt... sogar die Tür, aber jetzt jagt mich nicht, ne? Jetzt nicht töten oder so. Kann ich hier lang? Nee. Doch, kann ich da hoch? Okay. Ey, das war jetzt ein bisschen krass, ganz ehrlich. Da hat er sich selbst ans Kreuz nageln lassen und hat sich verbrennen lassen. Das, ich weiß gerade nicht so ganz genau, was ich sagen soll. Nee. Nee. Oh, ach bitte nicht. Oh, und ich suche mir natürlich den Behindertsten. Okay, ich muss, glaube ich, an ihm vorbeirasen. Nein! Lass mich! Wo muss ich denn jetzt hin? Oh, fuck, ey. Ich kann ja nicht einfach mal gehen und mich in Ruhe lassen. Das wäre so nice. Okay. Wo ist die scheiß Tür? Hier war doch die Tür. Die Tür ist zu. Ist das dein Ernst? Hier war doch... Scheiße, jetzt habe ich mich in die Kacke gerissen. Och Mann, es lief so gut und dann kommt er wieder. Aber jetzt mal ohne Flachs, wo muss ich lang? Sein Scheiß Ernst. Er guckt jetzt hier nicht drunter. Ach, er guckt nur unter das eine Bett. Ja, das ist total logisch. Total. Ich würde auch nicht in das andere gucken. Ich meine, ich will mich jetzt nicht beschweren, aber total logisch. Okay, in welche Richtung geht er jetzt? Und verdammt, wo muss ich hin? Ich muss ja in die Richtung hier, definitiv. Und hier? Nee. So. Hier geht's auch nirgendwo runter oder wie auch immer. Die Klappe ist offen. Okay. Ah, genau, wie hier. Dann hat der Drecksack nämlich einfach die Tür kaputt gemacht. Oder beziehungsweise er hat es extra so gemacht, dass ich da nicht mehr hinkomme.